Ich glaube, ich kriege Ärger. Komm in die Gänge. Probier's ja. Du musst zum Duschen. Boah, geschafft noch. 4 Sekunden noch. So, Kissen. Dann natürlich Laken wieder. Dann die Puppe. Blum. Kehre zu Robinson zurück. Armbrot. Oh, ich muss schnell zum Armbrot. Mhm. Da wird auch Robinson sein. Au! Ich habe auf dich gewartet. Au! Wer ist Robinson? Ist das der Robinson? Robinson. Ja. War das Sterben oder was? Nein. Mit der Aufgabe bin ich vertraut. Jetzt bestimmt Appell oder Freizeit? Was kommt zuerst? Freizeit. Okay, gut. Ich komme da öfters durcheinander mit. Okay. Was verfolgt ihr denn gerade? Was macht ihr gerade? Timmy. Für Werkzeug, das ist gut. Du machst Timmy? Ja, ich habe Timmy angegriffen und jetzt läuft er wieder weg. Ah ja. Das hört sich sehr, Oh, der kommt ja von hinten. Sehr. Nein! Du bist doch verfolgt von den Polizisten. Ich krieg mich niemals. Juna, was machst du da drin? Ui, Dieb, nein, ich will die Sachen nicht verlieren. Nein, bitte. Brauchst du Hilfe? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, daneben. Was? Ich komm dir entgegen. Ah. Und der rennt immer noch hinter mir her. Oh mein Gott. Lass mich doch einfach gehen. Ich weiß nämlich nicht, was mit der Quest passiert, wenn ich die Sachen schon wieder verliere. Da, der folgt mir immer noch. Das gibt's doch nicht. Ja, danke. Das ist doch cool. Erledigt. Geh ich direkt hier wieder klauen hier. Er nun wieder. So, weg damit. Los! Ups! Au! Ey, das gibt's doch nicht! Der Hulk haut durch, ey! Oh, komm, ey, als ob du mich zweimal erwischt! Nein! Oh, komm! Ich bin in die Mitte reingekommen! Jetzt sind die Fuchs hier im Mappen geschlagen. Ach, hier gibt's einen Fehler des Spiels. Hier steht: bringe aus Prozentsatz Item to Craft 1 zu Robinson. Ja. Ich bringe mal Item to Craft zu ihm. Oh, oder auch nicht. Er ist anscheinend oben. Er geht gerade über mich hinweg. Robinson! Robinson, wo bist du? Warum? Da ist eine Tür nach oben. Sehr schön. Hallo! Ich war ja die ganze Zeit immer ganz artig. Nett? Du hast einen Knaller, hast du, Junge. So, ich habe wieder mit dir gesprochen. Warte bis zum abendlichen Appell auf weitere Anweisung. Hey, ich habe Freizeit. Was mache ich denn da so lang? Ach, ich gehe mal trainieren. Vielleicht bringt mir das ja was. Und was stellt ihr so an, außer euch gegenseitig zu verkloppen? Jungskram halt, ne? Ja, verstehe. Ich werde irgendwie auch verfolgt. Rubbel die Katz. Aha. Am besten stelle ich auch mal eine Attrappe her. Ich will hier mit abhauen, oder? Ja, das könnte helfen. Wie macht man das eigentlich? 2 Kissen, 1 Bettlaken und dann unterherstellen halt. Ich glaube, die erste Seite direkt. Ich bin stärker. Oh, ja. Ich kann's halten, ich kann's. Und nochmal, oh Gott, ich schwitze schon wie Sau hier. Meine Finger. Trainiert das eigentlich die Finger, während ich das tatsächlich mache? Ich glaube, ich muss auch mal andere Finger nehmen, sonst habe ich so Muskeln an den Fingern. Oder nur an 2. Ja, ich kann viel Quatsch reden, während der Tag lang ist. Okay, komm schon, das schaffe ich noch. Okay, komm. Nein. Oh. So müde. Oh, ich gehe aber schon auf die 70. Das ist doof. Oh, Freizeit zu Ende gleich. Abendappell. Überraschung.
und wo ist er? Wo ist er? Kommt er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oben, unten, links, rechts, links, rechts. Wo ist er denn? Wo ist er? Ja, hier. Nein, da nicht, da nicht. Robinson? Oh Gott, da prügeln sich schon wieder welche. Geh weg! Alter, wie seid ihr denn wieder drauf? Oh, da ist er, da ist er. Also ist doch nicht mal was dabei, ey. Ja, armer Typ. Nimm folgendes von Robinsons Pult. Schwacher Seitenschneider. Da geh ich hin. Da geh ich hin. Spaß auf dich. Glaube ich, sehe ich schon. Dann lass mir jetzt mal regenerieren, da kriegst du auf den Deckel. Nehme ich. Oh, der hat sogar eine Banane. Zurück zu den Zellen, okay. Ich bin eingesperrt. Oh. Warum das? Weil ich mein Bett erstmal wieder beziehen musste. Ah. Achso. Ich muss kurz die Sachen verstecken. Das brauche ich jetzt nicht drin, das auch nicht. Das brauche ich auch nicht drin. Das tue ich da mal rein, das und das. So, ich habe ein bisschen Holz, falls wer braucht. Ich muss mal kurz die Puppe rausnehmen, entschuldigt. So, Wiege. Liegt ihr alle? Ja, ich schon. Ich beobachte dich. Ich muss erstmal die Puppe wieder aus dem Bett nehmen. Ja. Okay, dann tue ich die direkt wieder rein. So, zack. Und dann. Geh mal da. Gib dich zur Einzäunung. Die ist langweilig, oder? Scherz. Haben mich schon wieder umgehauen. Ich nehme mal den Seitenschneider mit und gehe mit dem ersten Versuch schon da Richtung. Und natürlich erstmal Appell hier, bla bla bla. Nicht auffallen. Ja, ich muss auch zum Appell, sonst ist hier wieder Rosalarm. Ja. Ja, aber Scherz hat mich wieder totgeschlagen. Ach, also. Los geht, Junge. Ja, toll. Was passiert? Da war einer nicht beim Appell oder so. Nimm die Puppe aus der Dingens. Und verstecken. Dann wieder nicht so. Chat, das Ding gemacht. F ist, glaube ich, Chat oder so. Okay. Ja, diese untersuchen wieder Zellen. Also unauffällig sein, Jungs. Das können wir am besten. Ja, unauffällig sein, ne? Natürlich. Frühstückszeit, okay. Keine Sterne hier, Leute, ne? Und dann achtet drauf, dass ihr heute Abend Puppen im Bett habt. Also ich rede jetzt vor so... Vor dem Appell. Na. Ja, vor dem Appell, nach dem... Verlierst du was? Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich esse ganz normal, was habt ihr denn? Hä? Okay. Bin ich? Hä? Also seht zu, dass ihr eine Puppe habt. Müssen wir uns dann... heute Abend treffen. Also seid unauffällig, Jungs. Eine Puppe, also muss ich was craften. Reuter zwei Kissen, ein Laken. Mhm. Und wie nehme ich das Kissen aus mit raus? Mit E gedrückt halten. Kannst du die Sachen alle heben. Ah. Ja. Verstehe. Ja. Oh ne, bei mir will ich ja nicht klauen. Habe ich eigentlich jetzt den besten Seitenschneider oder nur den? Ich habe auch noch einen, zwei kriegen wir das schon hin. Welchen hast du denn? Den zweitbesten, glaube ich. Okay. So, wie craftet man denn nochmal? Ah, hier. Waffen habe ich nur. Das ist jetzt nicht gerade beruhigend. Ich habe kein Klebeband für einen besseren. Okay. Ich versuche nochmal, nochmal Klebeband irgendwo zu finden. Vielleicht kann ich den auch nochmal verbessern. Wie hast du die Puppe reingesetzt? Mit Leertaste gedrückt halten, wenn du sie ausgewählt hast.
okay. Aber wie gesagt, vor dem abendlichen Appell und dann passt das. Natürlich finde ich jetzt keinen Klebeband oder so, ne? Ist ja klar. Oh. Ja, natürlich finde ich kein Klebeband. Wozu? Wäre auch viel zu einfach, das zu finden, was man braucht. Wer hat denn mein Bett abgezogen, ey? Ich hab kein Bett mehr abgezogen. Ich glaube, wir haben den Übeltöter gehört. Ja, ich glaube, Scherungs. Ich hab die rechts von mir abgezogen. Nächstes gibt's wieder Mittagessen, oder? Jetzt hallo. Schlag mich doch nicht schon wieder, ey. Du bist über den Teller gedrungen. Der nächste. Da kommt der nächste. Klederband brauchst du? Warte mal, schau mal Termin. Ich habe Glaube gefunden gerade. Timmy hat nur Socken und ein Heft. Ups. Mit ich hab was anderes vergessen. Ah. Ja. Man muss schon alles dabei haben, ne? Um das auch machen zu können. Okay. Zweitbesten habe ich. Was brauche ich da? Nochmal ein Klebeband. Okay. Timmy, ich habe einen Kissenbezug für dich. Und noch einen Laken, wenn du magst. Gleich gibt's Essen. Blinkt schon. Ich stehe schon an der Aufgabe. Er wartet nicht schon förmlich. Mittagszeit. Oh, ich glaube, ich habe gerade aber eher Frühstück. Sieht wie Spiegelei mit Bacon aus. Ist jetzt nicht gerade grandios, meiner Meinung nach, aber okay, nehmen wir. Ich brauche nochmal Klebeband. Klebeband. Ich hab dir jetzt die Sachen ins Pult gelegt, ne? Mhm. Wem hast du was ins Pult gelegt? Den Timmy. Ah, okay. Damit er auch seine Puppe craften kann. Ein Kissen fehlt dir aber noch. Ha! Ich hab Klebeband, ja, let me on. Ich hab noch eine Stelle zum Graben gefunden, übrigens. Echt? Ja. Klingt gut. Könnte Plan B sein. So, ich hab noch ein Kissen für dich. Ich hab jetzt eine goldene. Sehr schön. Arbeitszeit. Ich hab keine Arbeit. Haha. Okay, ich bin für heute Abend voll vorbereitet. Denke ich. So, dann gehen wir trotzdem Arbeitszeit. Wir dürfen nämlich nicht aufräumen. Wir dürfen keine Striche haben. Das heißt, wieder oben zum Quatschen. Okay. Hat sich was Interessantes getan? Das ist jetzt peinlich. Probier's. Nichts ist besser als ein Tag voller Arbeit. Aha. Wow, ich hab ja Geld gekriegt dafür. Oh, probier's doch mal nochmal. Was brauchen wir jetzt noch für den Ausbruch? Also die Puppen haben Timo und ich schon hergestellt für heute Abend. Sehr gut, dann müsst ihr einfach ansonsten nur dann an der Stelle da sein und dann geht's los. Wo ist die Stelle? Die ist, wenn wir unten rechts aus dem Gefängnis gehen, bei der Bücherei. Wo ist die Bücherei? Ja, der tut ja nichts außer mich immer kaputt schlagen. Ach hier, ja, ich habe was. Ich unten hab was. Rechts. Okay, das ist in der Bücherei. So, ja, genau. Und dann gehst du. Warte, ich bin da. Dann gehen wir hier durch die lilane Tür. Okay. Sieht schön aus. Außerhalb direkt am Zaun entlang, damit wir nicht gesehen werden. Hier dürfen wir auch nicht gesehen werden. Das wird noch interessant. Du, ne? Ja. Hast du dann eventuell hier Scheren herrscht? Ja, haben wir, habe ich schon. Ich habe schon die drittbeste. Und hier ist dann der Ausgang. Geschickt ist natürlich, dass wir irgendwie gehen. Ich gucke gerade, dass wir hier nicht gesehen werden, weil das ein Wachturm ist. Und da eben halt von den Hunden und den Lichtern. Das heißt, eigentlich wäre abseits hier ganz gut. Mhm. Der muss halt schnell laufen, ne? Wie läuft man denn noch schneller? Wo ist hier? Für Zettel. Handel. Hier ist ein Busch. Ach, Sportzeit. Oh, Entschuldigung. Komm her, du.
Ne, es gibt doch noch so eine Taste, wo du schneller laufen kannst, irgendwie. Find ihn mal raus und sag Bescheid. Genau. Guck ich gleich mal nach.